Hallo zum neuen Vlog. Es gibt gute Neuigkeiten, der pH hat gepasst. So, das heißt, wir können einen Schritt weiter gehen und ich habe jetzt die letzten Tage hier mal das Schnittmuster weiter gradiert in einer Cup-Größe und wir können jetzt heute das Spitzen-Cup-Schnittteil machen. Alle R-Cups habe ich jetzt hier mal durchgenäht und werde jetzt darauf das Spitzencup abformen. Das Schnittteil vom Spitzencup wird jetzt auf dem Laminatcup abgeformt. Das heißt, ich habe jetzt eine elastische Spitze dafür verwendet, die eigentlich so eine ähnliche Qualität hat, die auch später dann für das Schnittmuster zum Einsatz kommt. Und habe das eben einfach hier mal draufgelegt, festgesteckt und daraus habe ich jetzt mal ein grobes Schnittmuster bekommen, das ich jetzt hier verwenden kann. Das schaut dann in etwa so aus. Ich habe es da schon mal vorbereitet. Also hier ist es nur ganz grob. Und das muss nämlich auch noch ein bisschen angepasst werden. Natürlich, weil durch das Stecken kommen da so ein bisschen Ungenauigkeiten rein. Und das muss dann eben noch angepasst werden. Und dann habe ich hier mal einen Handschnitt. Also das mache ich sonst ganz gerne. Es kommt immer darauf an, je nachdem, wie es sich ergibt, mache ich mal einen Handschnitt oder ich mache es direkt am Computer, weil das mal die Frage war. Also es kommt immer darauf an, ich kann jetzt nicht sagen, so oder so mache ich es immer. Aber in dem Fall mache ich zuerst den Handschnitt und dann digitalisiere ich das gleich ein. Das schaut dann eben so aus, wenn es dann fertig ist natürlich. So schaut es nicht aus, wenn ich es digitalisiert habe, sondern es wird dann einfach nochmal überarbeitet, weil im Endeffekt wird es ja dann auch ein digitales Schnittmuster so sein, also es wird dann auch so ausschauen. Und so kann ich jetzt das nochmal alles durchnähen in allen Größen, schauen, ob dann das Schnittteil so passt auf den Cups und gegebenenfalls kann ich da nachher nochmal was ändern. Sind jetzt mal soweit alle durchgenäht, hat richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Bei zweien werde ich jetzt noch was ändern, einmal hier vielleicht minimal schauen, ob jetzt schnitttechnisch da noch was zu machen ist oder ob es noch vom Zuschnitt vielleicht ein bisschen war. Da ist schon ein bisschen mehr, aber jetzt auch noch ganz minimal, also das werde ich noch anpassen. Ja, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich werde jetzt auf alle Fälle das Schnittmuster nochmal anpassen dementsprechend und auch nochmal schön beschriften, damit man auch alle Informationen drauf hat, die man benötigt. Die weiteren Cupgrößen werden auch noch hinzugefügt und auch in der Zwischenzeit ist auch die Videonähanleitung am Entstehen. Also die ist so aufgebaut, dass man es auch sehr ausführlich nachvollziehen kann, jeden einzelnen Arbeitsschritt. Das ist auch so aufgebaut für BH-Nähanfänger, die gerade mit dem BH-Nähen anfangen wollen. Genau, natürlich hilfreich ist auf jeden Fall, wenn du schon einen Hülsring genäht hast, damit du eben mit dem Gummi aufnehmen und das Ganze schon ein bisschen vertraut bist. Genau, und für alle die, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sein und jetzt nicht unbedingt die Videonähanleitung brauchen, haben wir auch eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die kann man sich dann auch runterladen und da stehen auch alle Informationen und Gummimaße und alles drinnen. Und ja, das war's mal wieder für diesen Vlog. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wir sehen uns dann wieder in einem neuen. Bis bald. Ciao.